So, hallo und herzlich willkommen wieder bei Cage the Games. Heute mit einer neuen Kurzkritik, denn es geht heute um Live by Night. Ein neuer Film von und mit Ben Affleck. Und es geht um einen Mann, der nach dem Ersten Weltkrieg so gar keinen Bock hat mehr auf Gesetze und Regeln zu hören und so ein Kleinkrimineller wird. Als er dann aber hintergangen wird, will er sich eigentlich daran rächen und geht sozusagen zur Konkurrenz, zu einem gegnerischen Mafia-Boss in Boston und ja, möchte sozusagen diesen unterstützen, seinen Konkurrenten auszuschalten und arbeitet sich sozusagen Stück für Stück im Süden, nämlich in Florida, hoch, um dann irgendwann mal an den gegnerischen Mafia-Boss ranzukommen. Das ist so in etwa die Grundstory, ich will gar nicht zu viel verraten. Im Film wird sehr, sehr viel gequatscht, was ich leider nicht ganz so toll finde, denn die Action ist wirklich sehr, sehr gut. Sie hätten das Ganze ein bisschen kürzer machen können, denn der Film geht halt gute 2 Stunden und 9 Minuten und das ist ja schon etwas lang für diesen Film. Er zieht sich in der Mitte schon sehr. Charaktere sind sehr, sehr gut besetzt, kann man nicht anders sagen. Die Schauspieler liefern hier gut ab. Ben Affleck spielt solide und man nimmt ihm das Ganze auch ab. Aber vor allem Ben Afflecks Vater in dem Film, nämlich gespielt von Brandon Gleeson, finde ich sehr, sehr gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, technisch ist der Film schön umgesetzt im Stil der 1920er Jahre. Es gibt eine richtig geile und top inszenierte Verfolgungsjagd, die ist richtig cool, die Action ist cool gemacht, auch zeitgemäß in dem Fall. Und ja, es ist halt so richtig coole Oldschool-Ballerei und es funktioniert gut. Allerdings, das Gequatsche in der Mitte ist ein bisschen zu lang, wie ich schon gesagt habe, die Story ist, die spinnt sich immer weiter, man weiß nie, wann sie jetzt mal aufhört, was das Ende ist, ist es noch, verfolgt er noch das Ziel, das er am Anfang hatte, oder ist es wieder was ganz anderes, das kann man schlecht nachvollziehen, aber sonst ist der Film eigentlich ganz gut, aber ich finde, man muss ihn nicht unbedingt im Kino gesehen haben, deswegen, ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall, der Trailer verrät nicht wirklich viel über den Film. Das ist eigentlich ganz gut geworden. Aber diese Woche solltet ihr aber euch eher Hidden Figures anschauen. Aber wenn ihr Zeit habt, könnt ihr euch die natürlich trotzdem angucken. Das war's soweit mit dieser Kritik. Der Film ist so eher so mittel. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.